In ihrem berühmten Song My Generation sang die Band The Who 1965 I hope I die before I get old. Also ich möchte sterben, bevor ich alt werde. In den 60ern konnten aber viele junge Menschen diesen Wunsch nach einem frühen Tod total nachvollziehen. Sie sahen ja, was ihre Elterngeneration angerichtet hatte. Die Welt befand sich ständig am Rande eines Atomkriegs und gesellschaftlich ging es auch nicht voran. Kein Wunder also, dass sie dagegen rebelliert haben und sich wünschten, für immer jung zu sein. Hallo liebe Rebellen und die, die es gern sein möchten. Ich heiße nicht nur Marty, sondern euch herzlich willkommen bei Einfach Geschichte. In der heutigen Folge reisen wir zurück in die Swinging 60s und schauen uns an, wie die sogenannte Gegenkultur entstanden ist. Die Gegenkultur entstand zu Beginn der 1960er Jahre in den USA und Großbritannien. Es schwappte dann aber auch in andere westliche Länder über. Im Prinzip ging es mit der Ermordung von John F. Kennedy im November 1963 so richtig los. Warum aber war dieses Ereignis so wichtig? Naja, Kennedy setzte sich für Bürgerrechte und gegen Diskriminierung ein und das fanden viele junge Leute toll. Klar, die Gegenkultur ist nicht allein durch dieses Attentat entstanden, aber es war sowas wie der letzte Kick. Was ist überhaupt eine Gegenkultur? Naja, wie der Name schon sagt, richtet sich diese Kultur gegen etwas. Aber gegen was? Schauen wir uns den Kontext der 1960er Jahre an. Der Kalte Krieg erreicht mit der Kuba-Krise einen vorläufigen Höhepunkt. Die Welt steht kurz vor einem Atomkrieg. Viele junge Leute sind desillusioniert und sie beginnen, die Normen und Werte der Mehrheitskultur in Frage zu stellen. Verschiedene Gruppen beginnen, ihre Rechte einzufordern. Dazu gehören zum Beispiel Afroamerikaner, Frauen sowie Schwule und Lesben. Es geht um Bürgerrechte und Meinungsfreiheit und darum, die Gesellschaft inklusiver zu machen. Revolution! Viele der Proteste beginnen in den Universitäten. Im Prinzip entstand die Gegenkultur der 60er und frühen 70er also aus einer Mischung von Menschen, Ideen, Ereignissen, Umständen und technologischen Entwicklungen. Diese sorgten für einen außergewöhnlich schnellen Wandel. Und ein paar dieser Dinge schauen wir uns jetzt an. Ein einschneidendes Ereignis war der Vietnamkrieg. Vietnam spaltete sich 1954 in einen nördlichen und einen südlichen Teil. Im Norden regierte die kommunistische Viet Cong, die bewaffneten Widerstand leistete und Südvietnam wieder unter ihre Kontrolle bringen wollte. Für die Ost- und Westblockstaaten war Vietnam gleichermaßen wichtig. Der Osten wollte weitere kommunistische Satellitenstaaten gewinnen, der Westen befürchtete eine kommunistische Revolte in der Region. Also unterstützten die USA Südvietnam mit Ausrüstung und Beratung. Später ließ der damalige US-Präsident Kennedy verdeckte Luftanschläge gegen die Dörfer der Vietcong fliegen. Und dabei kam auch die gefürchtete Napalmbombe zum Einsatz. Es gibt ein Bild, das um die ganze Welt ging und welches ihr sicher auch kennt. Ein weinendes, nacktes Mädchen, welches vor einer Napalm-Qualmwolke flieht, die bedrohlich in den Himmel steigt. Das Mädchen ist die damals 9-jährige Kim Phuc, deren Dorf 1972 von den Amerikanern angegriffen wurde. Ab 1965 entsandten die Amerikaner Bodentruppen nach Südvietnam, während China und die Sowjetunion den Norden mit Waffenlieferungen unterstützten. Die Sowjetunion selbst entsandte keine Truppen. Wir haben es also mit einem klassischen Stellvertreterkrieg zu tun, wie er für den Kalten Krieg so typisch war. USA und Sowjetunion versuchten, ihre Einflussgebiete zu erweitern, ohne selber gegeneinander zu kämpfen. Stattdessen trugen sie ihren Konflikt auf dem Rücken anderer aus. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das alles mit der Gegenkultur zu tun hat. Naja, eine ganze Menge. Denn dank des technischen Fortschritts besaßen Millionen Haushalte in den USA nun einen Fernseher und die Bilder des Krieges schafften es in fast jedes amerikanische Wohnzimmer. Tod und Krieg waren für die Menschen vorher weit weg gewesen. Jetzt erlebten sie diese Dinge ganz unmittelbar. Die Gegenkultur war deshalb auch eine Antikriegskultur. Viele junge Amerikaner mussten zusehen, wie ihre Freunde eingezogen wurden, um in Vietnam zu kämpfen. Der Wunsch nach Frieden wuchs und so entstand die Hippie-Bewegung. Hippies wollten die Gesellschaft ändern, indem sie sich aus ihr zurückzogen. Sie standen der Regierung und dem Establishment kritisch gegenüber. Einige Hippies kehrten der modernen Gesellschaft deswegen den Rücken, bildeten Kommunen und Selbstversorgergruppen. In West-Berlin gab es zum Beispiel die berühmte Kommune 1 mit Rainer Langhans und Uschi Obermeier. Ein wichtiger Einfluss für die Hippies war die Beat-Generation, die vor allem in den 50ern aktiv war. Dabei handelte es sich um eine Gruppe junger Autoren, die ebenso wie die Hippies Materialismus ablehnte, sexuelle Freiheit und Drogen befürwortete und sich von der Mehrheit absetzen wollte. Die Beat-Bewegung ging quasi nahtlos in die Gegenkultur über. Viele der alten Beatniks tauschten Sonnenbrillen und schwarze Rollkragenpullis gegen bunte Klamotten und eine politische Haltung. Wenn es um die Swinging 60s geht, könnte man meinen, die Gegenkultur hätte nur im Westen stattgefunden. Von wegen! Also klar, im Osten kam die Gegenkultur auch etwas später an, aber sie kam an. In der Sowjetunion waren die 60er nämlich eine Zeit der Stagnation. Viele junge Menschen glaubten nicht mehr an eine bessere, demokratischere Zukunft. Besonders in Metropolen wie Moskau, Riga, Kiew und Vilnius boomte die Gegenkultur. Noch viel mehr als im Westen zeichnete die typische Hippie-Kluft jemanden als Gegner des Regimes aus. Auch im Osten forderte die Gegenkultur Make Love, Not War und viele junge Leute verweigerten den Wehrdienst. Das fanden die sozialistischen Regime wenig überraschend nicht so super. Hippies wurden gesellschaftlich geächtet und schikaniert. Alle, die sich damals anders kleideten und nicht der sozialistischen Norm entsprachen, galten automatisch als antisowjetische Elemente.
Ihr seht, auch im Osten wurde rebelliert und es entwickelte sich eine kritische Öffentlichkeit. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung war der sogenannte Prager Frühling. In der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik kam es in den 1960ern zu einer langsamen Liberalisierung. Und zwar hauptsächlich deshalb, weil sich das Land in einer wirtschaftlichen Krise befand. Insbesondere die junge Bevölkerung kritisierte den niedrigen Lebensstandard. Künstler und Intellektuelle protestierten gegen die Zensur. In diesem Frühling und Sommer vor dem Einmarsch konnte man in Prag kritische Zeitungen lesen, Theaterstücke sehen und sich auf offener Straße über die Zukunft des Sozialismus unterhalten. Sogar die Reden von Generalsekretär Alexander Dubček wurden verfolgt und im Gegensatz zu sonst am nächsten Morgen auf der Arbeit debattiert. Die anderen Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes waren von dem Reformkurs nicht begeistert und hatten Angst, dass der Sozialismus in den Nachbarstaaten gefährdet sein könnte. Die Situation eskalierte und Truppen des Warschauer Paktes marschierten in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 in die Tschechoslowakei ein. The citizens of Prague knew the full meaning of occupation by force. The Russians, while supposedly their allies, were not wanted. The fighting spirit of many Czechs was aroused. They retaliated against overwhelming power. But it showed the free world and Russia too that their desire to shape their own destiny was stronger even than the heaviest tank or the biggest gun. Die tschechoslowakische Führungsriege verurteilte den Einmarsch, verbot aber den eigenen Truppen Widerstand zu leisten. Besonders die junge Bevölkerung protestierte gegen die Besatzung. Knapp 100 Menschen wurden bei Demonstrationen getötet. Der Einsatz wurde im Nachhinein mit der Brezhnev-Doktrin von 1968 gerechtfertigt. Diese besagte, dass allein die Sowjetunion entscheiden konnte, welche Entwicklungen in einem Staat akzeptabel waren und welche den Sozialismus bedrohten. Wie praktisch! Im sogenannten Moskauer Protokoll wurden deshalb viele Reformmaßnahmen in der Tschechoslowakei rückgängig gemacht, wie zum Beispiel Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit. Der Prager Frühling ist also ganz schnell zum Prager Herbst geworden und die Gegenkultur im Osten musste viel länger auf gesellschaftlichen Wandel warten als die Gegenkultur im Westen. Zu Ende ging es mit der amerikanischen Gegenkultur, als US-Präsident Richard Nixon 1974 zurücktrat. Im Zuge der Watergate-Affäre kamen die schmutzigen Tricks und illegalen Aktivitäten Nixons ans Licht. Tricky Dicky ließ politische Gegner abhören und 5 Männer in das Hauptquartier der Demokratischen Partei im Washingtoner Watergate-Komplex einbrechen. Der Rücktritt Nixons war für die Gegenkultur ein Erfolg. Schließlich verkörperte der Republikaner so vieles, wogegen sie rebelliert hatte. Nixon trieb den Vietnamkrieg voran, zog aber auch die amerikanischen Truppen von dort ab. Ein weiterer Grund für das Ende der Gegenkultur dürfte sein, dass viele der jugendlichen Anhänger nun selber erwachsen und weniger rebellisch waren. Die Gesellschaft hatte sich liberalisiert. Es gab weniger, wogegen man kämpfen konnte oder musste. Während des Vietnamkriegs gab es einen entscheidenden Punkt, der auch die öffentliche Meinung in der Heimat zum Kippen brachte. Die Tet-Offensive. Wie die ausging und welche Folgen sie für den Einsatz der USA in Vietnam hatte, könnt ihr hier oben in der Ecke erfahren. Übrigens, um unseren Kanal ein bisschen finanziell zu unterstützen, sind wir eine Kooperation mit Audible eingegangen. Die haben richtig nice Hörbücher für euch und für uns und für alle. Dafür benutzen wir Affiliate-Links. Das sind ganz normale Links, die sehen auch aus wie ganz normale Links und die sind auch unten in der Videobeschreibung. Aber wenn ihr da bei Audible einen Probemonat quasi abschließt, also ihr könnt da unverbindlich für umsonst euch da mal so durchtesten, da gibt es eine Provision für uns. Und da könnt ihr zum Beispiel dieses Buch von Jack Kerouac, On the Road, das heißt auf Deutsch unterwegs, das ist quasi die Bibel für die Beat-Generation. Das waren quasi die ersten Hipster, also die heute, das sind eigentlich Wannabe-Leute, also das sind die Waren und so und da, also da steht alles nochmal da und in der Videobeschreibung auch und lest euch bitte alles ganz genau durch. Back to you, Marty. In der nächsten Folge von Einfach Geschichte schauen wir uns an, wie der Kalte Krieg Einzug in der Musik, Kunst und Kultur hatte. Ich sag nur Herr der Ringe, Watchmen, X-Men und Bob Dylan. In der Zwischenzeit könnt ihr über diese Fragen nachdenken. Welche Bedeutung hat die Gegenkultur der 60er heute noch? Wäre es im Jahr 2015 nicht auch Zeit für eine solche Bewegung? Schreibt es uns unten in die Kommentare und vergesst nicht, den Einfach Geschichte-Kanal zu abonnieren, um regelmäßig eure Dosis Geschichte zu bekommen. Und hier oben in der Ecke geht es zu Instagram und einen Blick hinter die Kulissen. Übrigens, wollte ich nochmal gesagt haben. Falls es noch nicht aufgefallen ist.